Folge Nummer 1 von Avorium, zweite Staffel. Wir sind in unserer Drohne und fangen neu an. Wir sind hier an einem Ressourcendepot gestartet und fangen jetzt an, hier Asteroiden zu suchen. Indem wir Tab drücken, kriegen wir das nächstgelegene im angezeigt und suchen jetzt einen Asteroiden, der nächste, der dann mit, wie hier diese Markierung hat, dass da Eisen drin ist in diesem Fall. Drückt ihr die Steuerung-Taste und Tab, dann geht's eins zurück und Tab dann eins vor, damit ihr da schon Bescheid wisst. Dann fliegt man halt da drauf zu, muss näher kommen und dann wird abgebaut. Die kleine Drohne ist relativ wendig und hat auch einen guten Wumms zum Abbauen. Jo, dann müssen wir Ressourcen sammeln hier. Da seht ihr, wie es geht. Easy going. Einfach hier was zusammensammeln und ein bisschen näher vielleicht. Dann geht es auch kaputt, ne? Achso, das ist schon der Asteroid dahinter. Alles klar. Ja, dann nehmen wir den aber auch gerade. Der Asteroid dahinter war natürlich direkt, ne, auch dabei. Na, unter, keine Ahnung, ein paar hundert Meter auf jeden Fall. Da baut man dann den Asteroiden ab. Und wie ihr seht, kommen dann da Ressourcen raus, die man dann braucht, um ein neues Schiff zu bauen. Ja, neues Schiff bauen bedeutet, man fängt dann mit einem Würfel an, der auch schon gleichzeitig Energie mitbringt. Man muss jetzt hier nicht unbedingt schon Titan finden, um einen Generator zu bauen, sondern kann mit dem ersten Schiff mit 500 Megawatt so fliegen, falls im ersten Sektor nichts ist. Aber eigentlich ist immer Titan, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht recht täusche. Und was wichtig ist, in diesem Sektor gibt es auch einen Asteroiden, den man einnehmen kann. Und diesen eingenommenen Asteroiden kann man dann sehr gut verkaufen an die Fraktion, die hier irgendwo ist. Dadurch bekommt man natürlich Credits und damit geht dann die Reise los sozusagen beim Einkaufen. Um sich gewisse Dinge zum Beispiel an einem Ausrüstungsdock zu holen. Gut. Bauen wir das mal alles hier gerade noch ab. Und ich würde mal sagen, sonst haben wir noch was, weiß ich nicht, eigentlich eher nicht. Das ist erstmal der erste Weg. Ich würde jetzt sagen, ich baue noch ein bisschen ab und melde mich gleich wieder, wenn wir dann genug Ressourcen haben, ne? Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder am Start. Ich habe hier noch einen Asteroiden und dann haben wir 7500 ungefähr gleich. Bisschen näher muss man noch ran, dann können wir wieder abbauen. Wenn man zu weit weg ist, funktioniert das nicht. Wie ihr seht, der Kern habe ich gerade irgendwo abgebaut, dann driftet er auch. Da muss man mal so ein bisschen aufpassen dann, dass man sich da nicht bei erschlägt zum Beispiel. So, da ist er weg. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Asteroiden vielleicht finden. Oh, guck mal, was hier ist. Da, ganz in unserer Nähe, befindet sich dieser Asteroid, den man einnehmen kann. Der sieht ganz anders aus, wie ihr seht. Der hat so eine komische Form, so, ja, wie soll man sagen. Auf jeden Fall ist das der Asteroid, der sofort erkannt werden kann. Der ist größer und hat so Ausbeulen. Ja, keine Ahnung, so. Ne, sieht anders aus. Muss man ziemlich nah ranfliegen, so 0,17 glaube. Dann kann man den einnehmen. Ne, unter 0,2 wird es sein. Und dann einfach F drücken und dann hier einnehmen. Jetzt gehört das Ding uns. Man könnte jetzt wieder F drücken und dann kann man eine Mine gründen. Da wir aber kein Geld haben, bringt es das jetzt nicht, weil da brauchst du ein paar Millionen für. Ich glaube, 6 an der Zahl sind die kleinsten. Oder kann man das, ja, kann man sogar zeigen hier. Ne? Da seht ihr, 6,3 ist gefragt. Gut, haben wir nicht, können wir nicht. Also F und Asteroid verkaufen. Dann kriegen wir Angebote von Fraktionen, die hier in der Nähe sind. Und ja, man könnte jetzt mit den ersteren das machen. Da bekommen wir viel Geld. Mit den zweiten bekommen wir nicht so viel Geld, aber dafür Beziehungen 5000. Jetzt ist die Frage, die wer gewirks, yeah, keine Ahnung. Wer die sind, sollte man mal gerade vielleicht gucken, hier bei I das Menü aufrufen und dann sieht man hier, aha, die Freibeuter, mit denen kennen wir uns schon aus, mit denen haben wir gute Beziehungen schon, ne, oder ne, ausgezeichnet sind die sogar.
Also da passt es und die anderen kennen wir noch gar nicht. Es ist die Frage, ob wir weitere Fraktionen vielleicht 5000 Punkte dazu holen oder lieber mit denen hier. Aber wenn wir mit denen hier ausgezeichnet sind, dann wird es jetzt Sinn machen, diese 5000 Punkte dazu zu nehmen. Und nur das Hälfte, die Hälfte an Geld würde ich jetzt auch mal machen wollen. Machen wir das. So, jetzt haben wir Beziehungen mit denen verbessert. Können wir dann nochmal hier reingucken. Die zweite Truppe ist neutral, aber schon ziemlich weit vorne. Das heißt, wir kommen da mit denen besser ins Geschäft auf Dauer. So, okay, das haben wir. Jetzt sollten wir gucken, dass wir zu einer Station wieder fliegen. Da unten ist das Ressourcendepot, ne? Wo? Mittlere Maustaste, könnt ihr das auswählen. Ressourcendepot, genau, wird wahrscheinlich das nächste sein, weil wir da in der Nähe geblieben sind. Fliegen wir mal gerade hin und gucken zu, dass wir da in der Nähe sind und hier unser Schiff bauen. Einfach aus dem Grunde, weil wenn man in der Nähe ist, das neue Schiff fliegt sehr langsam ohne Besatzung. Deswegen ist es wichtig, schon mal hier in der Nähe zu sein. Dann kann man da schneller andocken und dann kann man da auch, da fliegen wir mal hier unten zu so einem Dockpunkt. Auch schneller seine Besatzung kriegen und dann fliegt das Schiff auch schneller, ne? Das ist Fakt. So, dann wollen wir mal mit B in den Baumodus gehen. Ah, nicht, geht nicht. Wir müssen natürlich ein Schiff erstmal hier basteln. Shift-Taste gedrückt halten, dann kommt es hier oben auf die Flagge. Dann ist das Reiter 1 unser Schiff. 500 Eisen kostet uns das, mit der Besatzung 4 und los geht die Reise. Und da seht ihr jetzt, wenn ich rauszoome, das ist unser Klotz, mit dem man immer ein Schiff anfängt. So, das bedeutet jetzt ins B rein und dann sieht man hier das Baumenü. Und der Pfeil zeigt uns an, in welche Richtung das Schiff vorne hat. Das heißt, hier ist hinten. So, mittlere Maustaste drücke ich dann gerne, um dann das auszuwählen, was wir brauchen. Hier Frachtraum, Quartiere, nehme ich Quartiere und baue dann mit Steuerung C, kopiere ich den Stein, mit Steuerung V kann ich ihn auswählen, gehe dann nochmal auf Quartiere, falls ich es, hat er nicht genommen. Doch, jetzt nimmt das. Aber das ist noch Hülle ausgewählt, ich brauche Quartiere und die Größe hat er genommen. Jetzt baue ich die Quartiere hinten an. So, jetzt ist unser Schiff schon soweit schön ausgestattet. Da möchte ich jetzt allerdings hinten das Triebwerk dran machen. Und das möchte ich allerdings in der Höhe verändern. Und in der Höhe bedeutet, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, S ist es, genau. S. Und dann machen wir das mal so hoch. Und dann bauen wir das da mal dran, ne? Ja, geht so, oder? So, dann brauchen wir noch weitere Steine, und zwar brauchen wir noch Korrekturdüsen. Und die sind für die Steuerung halt wichtig, ne? Wie ihr rechts seht, verändern sich da die Werte, wenn man das nimmt. Ja, Jaw, Pitch, Rollen funktioniert damit nicht, aber die anderen Sachen. So, jetzt ist die Frage, ich würde wieder mit S das kleiner machen wollen. Und wir müssen immer reichen. Rechenleistung plus 8, Hyperraumkontur 0,5 länger dauert's. Masse, Volumen ist klar. Dann sehen wir, wie die verbrauchte Energie, die das hat, ist da auch angegeben. Bremsverzögerung plus 28,7 Meter Sekunde ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir nehmen den Würfel so, wie er ist, jetzt mal gerade und setzen den an. So, und dann haben wir das alles soweit bis auf den Frachtraum. So, und da würde ich jetzt mal schauen, was machen wir. 160, das ist klar. Wir sind soweit eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Wir könnten den Frachtraum jetzt mal gerade drunter schrauben. Den würde ich jetzt nach unten machen. Ich möchte gerne so ein flacheres Schiff bauen, das unten so einen Bauch drunter hat erstmal, wo dann Frachträume sind. So, das bedeutet, ich würde den erstmal in der Tiefe verändern. So, ja, und dann noch nach vorne. Das ist Seite, dann ist das vorne. Aha, so.
Wie viel haben wir? 64, das ist mir immer noch nicht genug. Dann möchte ich noch tiefer. So um die 100 wollte ich haben. So 110, das passt doch, oder? Rollen wird ein bisschen schlechter, da müssen wir noch was dran tun dann. Wo ist die Energie? 160 steht nicht bei, wie sich die verändert. Reichweite. Ich denke mal, das bauen wir mal so dran. So, das ist unser Schiff. So ein interessanter, kleiner Kahn. So, Rollen, Hülle, Beschleunigung, Bremsverzögerung. Irgendwie sehe ich jetzt keine Quartiere, wie die Größe davon ist, oder? Vertue ich mich. So, wir können noch die Waffen auswählen. Das heißt, wir haben hier zwei Geschütztürme und die Eisen. Aber uns interessiert als erstes mal das Eisen, dass das da drauf kommt. Da geht es nicht drauf, also müssen wir es da drauf machen. Und wir können noch einen von den anderen beiden nehmen. Und den setzen wir mal dahinter. Mehr geht leider nicht. So, Kanoniere fehlen, steht hier. Und Besatzung für Bergbautürme fehlen auch. Und wir haben ein schwaches Schiff, ist klar. So. Rollen. Ja, dann würde ich erstmal den Baumodus verlassen. Wir zoomen mal raus. Wie ihr seht, ist das Schiff jetzt hier unten ganz schön beweglich. Wir können damit vorwärts. Sie sind aber mit der Bremse mal doch ganz gut dabei. So, jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier das Schiff, Dingens nochmal auswählen. Wo ist der Docking Point jetzt? Da oben. Fliegen wir da mal hin. Halte F für Traktorstahl. Okay, cool. Und dann interagieren wir natürlich. Crew anheuern wollen wir. Die haben jetzt hier ein paar Spezialisten. 5 Kanoniere, Piloten, Security, Unteroffiziere und einen Kapitän sogar. Kapitäne sind wichtig, da kann man nachher Dingens mitmachen. Kanoniere, jetzt ist die Frage, was braucht unser Schiff, wie viel? Ich würde jetzt die Kanoniere schon anheuern. Ich weiß nicht, 2? Ich glaube, 2 brauchen wir dafür, ne? Wir können das ja hier nochmal abbringen und können nochmal reingucken. Was steht denn hier so? 2 Kanoniere, 4 Bergmänner brauchen wir. Okay. Und Quartiere haben wir, 4 haben wir, Schiff und 4 Leute haben wir und 16 brauchen wir. Das heißt, die Bergleute haben wir ja schon. Die gab es da ja nicht, aber 2 Kanoniere können wir uns dann auch noch beiholen. Dann holen wir uns die 2 Kanoniere, weil die gibt es ja auch. 2 und anheuern. So, und dann, der ist ja teuer, ne? 16.000 kostet er uns und das ist derzeit nicht so gut, denke ich mal. Stopp, das war falsch. P wollte ich drücken, nicht F. Und dann wieso habe ich denn jetzt hier 3? Ich habe doch nur 2 eben gekauft, oder? Habe ich mich vertan? Ich da aus Versehen einmal mehr drauf gedrückt. Piraten greifen den Sektor an. Ja, das ist auch ein Problem für uns. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde aber von vornherein noch gerade ein paar Besatzungsmitglieder kaufen. Nochmal die Crew und da heuern wir nochmal hier. Sagen wir mal 5 Leute noch an. Oh, ich bin nicht richtig angedockt, super. Ganz kleinen Schritt noch vorgemacht, dann klappte das. So, jetzt haben wir die 5 noch dazu geholt. So, okay, das bedeutet, das war es erstmal. Wir sind wieder weg. Müssen ein bisschen aufpassen, wie wir jetzt hier rumfliegen, weil die Drohne war anders wie dieses. Das steuert sich wieder anders.
So, schwach sind wir immer noch, steht da oben für den Sektor. Ja, wir haben keine Chance. Da oben sehe ich aber gerade was ganz Wichtiges und da fliegen wir jetzt mal gerade schnell hin. Das ist hier unser Ausrüstungsdock, sprachen wir von. Sollte man mal vorbeischauen, um sich ein paar Upgrades zu holen. Weil die sind ganz wichtig, dass man die kriegt. Okay. Ich glaube, wir müssen mal noch gucken, dass wir ein bisschen was mit der Bremse machen. B. Und dann geht man hier auf den Stein, hat man eine größere Auswahl. Und dann brauchen wir hier einen gerichtete Korrektur. Dieser hier, Trägheitsdämpfer ist das. Den kann man hier auch runterziehen und da unten, dann kann man mit den Zahlentasten diese Bausteine auch auswählen, ne? So, und dann machen wir das mal zu gerade, gehen hier hin. Und wie ihr seht, können wir den gerade nicht bauen, weil der viel zu fett ist. Das heißt, wir machen den erstmal dünner und gucken mal, was war so Bremsverzögerung. Benötigte Energie 100, 80. Ja, ich denke mal, das ist so ein Bereich, den man nehmen könnte, ne? Ich würde den jetzt ja, hier unten einfach hinsetzen und fertig. So, dann wieder aus dem Baumenü einmal raus. Dann haben wir unser Schiffchen da unten. Fliegen wir ein Stück vor und ja, wir hätten es vielleicht ein bisschen größer nehmen sollen. So viel Bremsverzögerung ist nicht. Also es ist schon da, man merkt es. So, gedockt. F drücken. So, Ausrüstungshandeln. So, Special Offer 30%, erzielt Traktorstahl-Upgrade, MKV 5000. Wir haben ja jetzt hier 52.000, sollten jetzt ein bisschen was einkaufen. Hier kann man auch Geschütztürme kaufen zum Beispiel oder sonstiges und da geht natürlich auch verkaufen. Hier kann man seine Sachen zurückkaufen, wenn man meint, oh, wir haben was falsch gemacht. Gut, sold out. Sonstiges. Können eine Karte kaufen, wir könnten erkundete Quadrantkarte kaufen, reisende Quadrantkarte, Energieunterdrückungssatellit, alles sowas. Das ist jetzt nicht so. Wir sollten mal schauen, dass wir vielleicht hier noch die eine oder andere Waffe sehen, die hier vielleicht noch von Bedeutung ist. Eisenbergbaugeschützturm. Da ist nichts mit R. R sind die guten Sachen. Die anderen sind jetzt nicht so dolle. Jetzt sollte man überlegen. Doppelpoint Defense MG geschützturm, Eisenbergbaugeschützturm. Also, da ist jetzt noch nichts bei. So, was haben wir hier? Quantum Hyperraum Upgrade oder Radar Upgrade? Schild Ionisierer. Geschützkontrollsystem. Wie ihr seht, können wir dann einen bewaffneten Slot mehr kriegen. Generator Upgrade. Das wäre sehr interessant. Internes Verteidigungswaffensystem. Was macht das? Energieverbrauch 1000 Megawatt. Brauchen wir also nicht drüber reden. Haben wir gerade nicht. Geschützkontrollsystem, Traktorstrahl-Upgrade, ja, das ist gerade im Angebot gewesen. Ach ne, jetzt hat er hier oben Special Offer, 30% of Limited Time. Ah, das ist natürlich nicht schlecht, so ein C43-Detektor, der erzählt uns hier im Sektor, wo hier etwas zu finden ist. Und im Blau ist er schon selten. 2677 ist nicht viel, aber den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Zeigt eine Aufspürreichweite, Sektor, Markierungsreichweite 4. Okay, das nehmen wir mal mit. Kaufen wir jetzt. Gut. Quantum Hyperraum Upgrade, was hatten wir sonst noch? Ich glaube, sonst ist hier nichts gerade bei, was noch Interesse für uns bedeutet. Aber das hatten wir schon mal. So, kurz hier mal wegfliegen und dann P drücken und hier auf Systeme und dann können wir den hier einbauen und wertvolle Objekte gefunden und er zeigt uns auch an, wo. Oder? Nee, das ist nicht, nur nicht wo. Irgendwo sind sie gefunden worden, aber wir sind noch nicht in Reichweite, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt die Frage, wo, ne? Irgendwo gibt es hier ein wertvolles Objekt. Die Frage, wo?
fliegen wir mal hier rein. Manchmal gibt es hier so Container, die ja irgendwo versteckt sind. Und die kann man dann aufspüren, ne? Mit F9 gibt es eine Strategiekarte. Schiffswetter sieht man, welches was hier alles im Sektor ist. Zwei Tore, lauter Frachter und Schiffe. Und hier oben sieht man die Stationen, die es hier gibt. Wir sind der grüne Punkt, der Rest ist halt drumrum. Hier kann man mit dem Mausrad raus und rein. Und mit den Pfeiltasten kann man dann hier so ein bisschen hin und her manövrieren. Ist dann die Frage, ob man sowas entdecken kann, ne? Ist dann schwierig. Piraten greifen unseren Sektor an, alles klar. Die sind da, wir sind da oben, okay, das geht noch. Ja, einfach mal raus und fliegen wir einfach mal hier noch ein bisschen durch die Gegend, oder? Ja, also der C43-Detektor ist dann, der scannt zwar den ganzen Bereich hier, wir wissen dann, dass es hier überall was gibt. Aber wo genau zeigt er auch an? Da muss man wahrscheinlich hier aber nah genug sein, ne? Das müsste man jetzt nur rausfinden, wo was ist. Das ist ein Asteroid, ne? Ja. Ja, das war jetzt ein Asteroidenfeld und man müsste jetzt natürlich schauen, dass man in ein anderes auch noch reinkommt. Ich sehe jetzt hier aber gerade keins. Doch, da oben vielleicht. Nee, da sind wir ja weggekommen. In diese Richtung vielleicht, oder? Und da ist unser Antrieb leer. Ja, das ist der nächste Punkt, dass wir Titan finden müssen, damit wir einen Generator kriegen, Batterien kriegen und besser ausbauen können, ne? Weil, ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Da ist ein Tor. Gute Frage, wo hier was ist. Jetzt kommt langsam unsere Energie wieder hoch, wie ihr seht. Das muss besser werden, ne? Mal nochmal auf der Strategiekarte gucken, ob wir da irgendwo mal sehen, wo noch ein Asteroidenfeld ist. Aber hier hinten ist nichts mehr, ne? Obwohl, da hinten fliegen noch zwei Schiffe, oder? Ah, ne, die sind am Rand. Also die Richtung bringt es jetzt nicht wirklich. Tja. Konnte man... Ne, kann man nur rein und raus zoomen auf dieser Karte. Das ist immer eine Ebene, ne? Ich denke, wir sollten mal gucken, dass wir hier höher kommen. Da sind noch Asteroiden. Vielleicht ist hier noch was zu finden. Hier oben ist auch noch was. Ja, Richtung Erzmine, oder? Ja, Richtung Erzmine fliegen wir dann. Hier kann man auswählen und dann ist es auch im Dingens drin, ne? Hier angezeigt, wo es ist, wo die Richtung ist. Gut, dann gucken wir mal, dass wir in die Richtung kommen.
Das ist jetzt aber hier der, den wir schon gefunden hatten, der Asteroid, den wir, der schon verkauft ist, naja. Das ist keiner zum Verkaufen. Gut. Langsam baut sich da unten unsere Energie wieder auf, dass wir auch schneller reisen können. Machen wir mal gerade auch. Stopp, hier wird noch was Graues angezeigt. Ach so, weil ich da hinten das ausgewählt habe, ne? Dann war es das nicht. Wo ist jetzt der Dingens? Die Mine da oben. Fliegen wir mal hier lang. Ja. Er sagt uns, dass hier noch irgendwo was ist. Da zum Beispiel. Das sollten wir jetzt definitiv mitnehmen, einfach aus dem Grunde. Also, wir haben noch nicht unser Dingens eingestellt. Wir sollten nochmal auf P gehen, dann hier auf das erste. Und hier seht ihr, das ist unser Maschinengewehr, setze ich immer auf 1. Und das hier sind unsere Berglauer-Laser, die setze ich auf 2. Einfach draufklicken, Taste 2 oder 1 drücken und dann wird das zugeordnet. Und dann kann ich hier jetzt 1 ausmachen und schieße dann auf dieses Gerät natürlich nur auf den, sag schon, Asteroiden, nur mit den Bergbaulasern, was natürlich Sinn macht, ne? Und so bauen wir das dann ab. Mir kommt es vor, als ob die Dingensmine effektiver waren oder wir sind zu nah dran, ne? Wir sind vielleicht auch zu nah dran, aber. So, auf jeden Fall, das Titan ist ganz wichtig für Generator-Upgrade und so. So. So, das haben wir. Schauen wir mal gerade rumrum. Ist nichts zu sehen. Noch weiteres. Da befindet sich der nächste. Den nehmen wir auch noch mit. Und wenn wir den abgebaut haben, dann können wir uns auch gerade ums Dingens kümmern. Sag schon, um Generator-Upgrade, oder? Oh, der ist schon dicker. Da kommt mehr raus. Will ich hoffen. 254 ist jetzt nicht ganz so viel, ne? Aber es ist ein dicker Klotz in der Mitte, den wir da gerade raus operieren. Sollte werden, ne? Sechshundert, das ist schon ganz gut. Siebenhundert. Da können wir schon Upgrade mitmachen. Und das ist wieder ein dicker Klotz in der Mitte. Kriegen wir aber auch noch raus, ne? Ja, das Problem ist, wir haben ein Eisenwerkzeug und damit bauen wir Titan ab. Das heißt, da ist es nicht so effektiv dabei, ne? Aber wir müssen ja erstmal überhaupt dran kommen und dann müssen wir uns bessere Abbauwerkzeuge kaufen, die dann halt das kriegen. Jetzt sind wir schon bei 1200. Da kommt gerade einer vorbeigeflogen. Keine Ahnung, was der macht. Guckt zu, was wir machen, oder wie? Naja, auf jeden Fall bauen wir jetzt hier das Titan ab. Das ist viel wichtiger. Gut, wir haben 1500 da gleich schon rausgeholt. Also dieser Asteroid hat sich jetzt gleich richtig gelohnt. Da können wir dann ein Generator-Upgrade machen, ne?
So, jetzt haben wir nur den Rahmen, das geht schnell. So, das war's. Und ab ins B und dann kann man hier mit den Tasten hoch runter. Ihr seht, es gibt verschiedene Materialien hier. Wir brauchen aber jetzt den Tarn und dabei brauchen wir den Generator, den wir jetzt vielleicht hier unten uns auch gerade hinholen. Und die Batterie gibt es noch dazu. Energiecontainer nennt er sich. Den holen wir uns auch noch. Und dann gehen wir hier hin und machen gerade eine Kopie von dem Bauteil hier. Und wo bauen wir den Generator hin? Ich denke, wir bauen den Generator über die Dingens Mannschaftsräume. Dann den Generator dahin. Und super. Das bedeutet, wir erzeugen jetzt mehr als das Doppelte an Energie. Würde jetzt noch den Container dazu holen, den würde ich ganz einfach hier vorne drunter bauen, irgendwo, so, oder machen wir ganz unten drunter. Kommen wir mal hin, ganz unten drunter. Sind jetzt ziemlich aber ungeschützt damit, aber alles ist gut. Speichern wir so und so viel Energie. Zeugen natürlich mehr und sind auch schwerer geworden. Trägheitsdämpfer vielleicht. Kriegen wir den hier nochmal irgendwo ein bisschen, ach so, der ist so kleiner gemacht worden schon. Steuerung C, Steuerung V und dann basteln wir den dann nochmal drunter. Und da wir auch größer sind, aber wir haben wir noch Titan, wir haben noch reichlich Titan über. Das heißt, wir können auch diesen hier in Titan upgraden, ne, oder? Ach so, da war schon, hier oben ist er. So, jetzt. Oh, hat er den da drauf gebaut. Das wollten wir natürlich nicht. Ich wollte den auswählen. Und, ach so. Zieh das mal hier gerade hin. Und wie war das denn noch mit austauschen? Blöcke auswählen. Ich wollte ein ganzes anpassen. Nee, hier war irgendwo Ansicht. Nee, fragen wir das auch nicht. Wo war das denn? Blöcke auswählen. Das ist das. Ja, früher war das ein bisschen anders hier. Da war das Menü anders aufgebaut. Ganzes Schiff rotieren. Block umwandeln. Alt drücken, alles klar. So, das bedeutet, wir drücken mal Alt und dann können wir hier transformieren zu Triebwerk und das Ganze mit. Ja, schön wäre es gewesen, ne? Mag gar nicht. Tja, dann. Ich weiß nicht, warum er es nicht transformiert jetzt. Egal, lassen wir es erst und Steuerung C. Steuerung einfach nur entfernen drücken. Und dann Steuerung V. Und dann haben wir das so groß. Dann wählen wir das aus und dann haben wir es auch hingekriegt, ne? Ich würde es jetzt aber gerade mal so. Vielleicht noch ein bisschen größer bauen. Aber nicht in die Richtung. So, zack. So, jetzt brauchen wir ein paar Leute noch dazu, wie wir sehen. Ingenieure fehlen. Alles klar.
Jetzt müssen wir gucken, dass wir dann zu einer Station kommen. Wo ist eine Station? Die nächste. Wir können mal gucken. Einfach mit Tab wieder durchgeklickt hier. Irgendwann ist da auch eine Station bei. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Wo ist denn die nächste Station? Ja, so viele Asteroiden um uns rum. Ja, G ist Befreundete, aber wir haben niemanden Befreundetes, also es geht wieder mit uns los. Gut, machen wir anders, fliegen wir ja wohin und alles ist gut. Da ist ein Tor, da ist eine Station. Also, dahin. So. Und wie ihr da oben seht, brauchen wir mehr, ne? Ach so, da steht noch ein zweites Symbol. Was sagt uns das denn? Deine Besteuerung ist gering, weil du nicht genügend Ingenieur. Ach so, okay, alles klar, ja. Jetzt ist auch unser Tank wieder leer. Das ist schlecht. Aber der sollte sich eigentlich jetzt ein bisschen besser aufladen, weil wir ja schon ein anderes Aggregat dabei haben, ne? So, komm schon, da kommt er hoch. Ihr seht es, geht schneller und viel schneller wie vorhin, ne? Ja, aber jetzt mal ein bisschen schneller hier an das Dock. Und Traktorstahl und dann geht's, ne? So, und dann heuern wir Ingenieure an. Haben sie sogar. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ich nehme mal zwei mit. Angriffstruppen, okay. So, anheuern müssen wir die auch noch, ne? So, dann gehen wir gerade rein und gucken mal, wie das mit dem Personal war. Ingenieure haben wir jetzt drei, einen brauchten wir. Wir haben überall mehr. Aha, kümmern sich um technische Blöcke. Hier, die, na, da sollten wir vielleicht mal einen dazu nehmen, falls mal was kaputt geht. Wir haben ja ein paar Leute hier mehr, ne? Mechaniker. Irgendwann möchten sie dann auch einen Leutnant haben oder sowas, beziehungsweise, ne? Die alles entscheiden, ne? Gut, dann würde ich aber sagen, sind wir erstmal soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, sonst macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Nächste ist, dass ihr ein Abo machen könnt, falls ihr noch keins habt. Das andere wäre dann Kommentare schreiben, wie es euch so gefällt, was ich da mache. Und ja, dann teilt das Video noch auf anderen Kanälen. Alles klar, würde ich sagen, bis dann. Tschüss.